Ich mag's mal kurz, gleich am Anfang. Wer Shadow Tactics Blades of the Shogun gespielt hat und mochte, der wird auch Ico's Choice mögen. Die Geschichte von Ico's Choice startet während der Story von Shadow Tactics Blades of the Shogun. Es ist also essentiell ein Subplot des Hauptspiels. Und ähnlich wie im Hauptspiel ist die Geschichte an sich nicht besonders interessant, aber die Charaktere sind sehr gut. Ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, die große Stärke von Blades of the Shogun in dieser Beziehung ist die Charakterentwicklung und ihre einzelnen Hintergründe und Schicksale. Ico's Choice bindet sich sehr gut in diese Hauptgeschichte ein und gibt den Charakteren noch mehr Tiefe. Speziell das Ende dürfte für jeden, der das Hauptspiel gespielt hat, emotional sein. Dabei fängt das Ganze nicht sehr gut an. Die Geschichte wird nicht sehr elegant erzählt und der Aufhänger ist so ziemlich der simpelste, den man hätte wählen können. Als die bekannte Gruppe den nächsten Einsatz plant, taucht plötzlich Lady Chiho auf. Sie war Ico's Mentor während ihrer Ausbildung. Sie entführt dann Yuki und Takuma und versucht die anderen zu töten. Ico, Mugen und Hayato entkommen aber knapp. Nachdem man zuerst Yuki und dann Takuma befreit hat, macht man sich auf den Weg, Lady Chiho zu finden und zu töten. Das ist kaum mehr als ein Rahmen für die 5 Level des Add-ons. Es ist aber vor allem der Tie-In mit dem Hauptspiel, der eben sehr gut funktioniert. Aber ich sag mal so, Ikos Wahl hat damit nichts zu tun. Was das Gameplay angeht, ist Ico's Choice identisch zum Hauptspiel. Das bedeutet, dass es praktisch auch alle Stärken und Schwächen von Shadow Tactics Blades of the Shogun hat. Je nach Mission stehen einem unterschiedliche Charaktere zur Verfügung. Jeder Charakter hat eigene Fähigkeiten. Der Samurai Mugen kann zum Beispiel mit seinem Swordwind mehrere Gegner in einem kleinen Bereich gleichzeitig töten. Die Diebin Yuki kann dagegen eine Falle legen, die automatisch auslöst, sobald ein Gegner reinläuft. Und der Schütze Takuma hat gleich gar keinen Nahkampfangriff, kann dafür aber Bomben werfen und mit seinem Gewehr über große Distanzen Gegner ausschalten. Wie unschwer zu erkennen, steuert man die Charaktere aus der Vogelperspektive. Dabei kann man jederzeit die Kamera frei um 360 Grad drehen, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu haben. Wie typisch für Echtzeit-Taktikspiele legt auch Ico's Choice den Fokus auf Stealth. Auf Knopfdruck kann man sich das Sichtfeld von Gegnern anzeigen lassen. Man versteckt sich also in Büschen, auf Dächern oder hinter Mauern, schleicht um die Sichtkegel der Gegner und schaltet einen nach dem anderen aus. Dabei muss man sowohl auf seine Lautstärke achten, als auch darauf, dass tote Gegner nicht gefunden werden. Um das zu verhindern, kann man Leichen wegtragen und verstecken, was aber je nach Charakter verschiedene Vor- und Nachteile hat. Die Viewcones der Gegner sind in zwei Bereiche eingeteilt. Im vollfarbigen Bereich wird man sofort erkannt. Wenn man aber geduckt durch den gestreiften Bereich läuft, erkennt der Gegner einen nicht. Und so kann Mugen zwar zwei Gegner gleichzeitig tragen und dabei sogar rennen, aber er kann dabei nur aufrecht stehen bzw. laufen. Ico und Yuki können dagegen einen Gegner wegziehen, während sie geduckt sind. Dafür sind sie aber sehr langsam und machen ein bisschen Lärm. Da muss man auch kurz erwähnen, dass die Sache mit der Lautstärke in der Praxis aber kaum eine Rolle spielt. Eine größere Rolle spielen die Gegner. Grundlegend gibt es drei Gegnerklassen: die Guards, die Straw Hats und die Samurai. Die Guards sind die Standardgegner und bieten am wenigsten Widerstand. Die Straw Hats lassen sich nicht ablenken und verlassen ihre Position auch nur, wenn sie einen der Charaktere oder eine Leiche entdecken. Und die Samurai sind die knackigsten Gegner. Nur Mugen kann einen Kampf gegen sie gewinnen. Die anderen Charaktere haben zwar eine begrenzte Möglichkeit, einen Samurai zu bezwingen, in der Regel ist es aber klüger, sie zu umgehen. Ein großes Problem sind Samurai auch für Ico. Eine ihrer Fähigkeiten ist nämlich, sich zu verkleiden. Sie kann dann einfach so rumlaufen und wird von Gegnern nicht als Feind erkannt und kann sie sogar in Gespräche verwickeln, um sie abzulenken. Sie ist dadurch auch der einzige Charakter, der die Straw Hats zuverlässig ablenken kann. Ein Samurai kann sie aber erkennen. Man muss also immer aufpassen, dass Ico nicht von einem Samurai gesehen wird. Wie im Hauptspiel funktionieren die Gegner sehr gut und sich durch die Level an ihnen vorbeizurätseln macht viel Spaß. Dazu gehört natürlich auch das Leveldesign, das auf demselben hohen Niveau ist wie im Hauptspiel, vielleicht sogar eine Spur besser. In der dritten Mission stehen einem zum Beispiel alle 5 Charaktere zur Verfügung. Es handelt sich bei dem Level allerdings um einzelne Inseln, von denen man manche nur mit Schwimmen erreichen kann. Und da Mugen durch seine Rüstung nicht schwimmen kann, muss man ab einem bestimmten Zeitpunkt auf ihn verzichten. Dafür kann man dann auf einem Teil der Inseln Takumas Fähigkeiten nutzen, der auf einem Schiff am Ende des Levels gefangen ist. Das ändert dann die Dynamik im Verlauf des Levels, was ziemlich interessant ist und, wenn ich mich richtig erinnere, so auch nicht im Hauptspiel vorgekommen ist. Der größte Unterschied zum Hauptspiel sind die kurzen Missionen. Es gibt 2, die nur etwa 10 bis 15 Minuten dauern.
und die sind eigentlich ziemlich cool. Vor allem die erste hat ein interessantes Gimmick. Das ist eine Sache, die ich in der Zukunft auch in anderen Echtzeit-Taktik-Spielen gerne sehen würde. Es lockert einfach das Spielprinzip auf. Sonst spielt man in diesem Genre ja immer sehr lange Level und so bleibt das Ganze ein wenig spritziger und gibt den Entwicklern die Möglichkeit, ein Level mit einem Gimmick zu gestalten, das sonst kein ganzes Level füllen könnte. Aber wie gesagt, Icos Choice erbt auch die Probleme von Blades of the Shogun. Das sind vor allem kleine technische Sachen. Wenn mehrere Charaktere auf kleinem Raum zusammenkommen, kann das zu Problemen führen. Meistens zappeln sie einfach nur ein bisschen rum, was dämlich aussieht, aber manchmal behindern sie sich gegenseitig und man wird entdeckt. Das ist selten und solange man regelmäßig zwischenspeichert, auch nicht sehr schlimm. Aber wenn es doch passiert, nervt's. Schlimmer ist, dass man ab und zu, ungewollt, durch Wände klicken kann und Charaktere dann an Orte laufen, wo man sie nicht haben will. Im Hauptspiel hatte ich einmal einen Bug, durch den ein Gegner einfach ein paar Mal aufgehört hat, mit Ico zu sprechen und dann einen anderen Charakter entdeckt hat. Das ist mir in Ico's Choice nicht passiert, aber da das Fundament unverändert geblieben ist, schätze ich, dass das auch im Add-on passieren kann. Die einzige Kritik, die ich am Gameplay habe, ist eine Kritik, die eigentlich auch für große Teile des Genres gilt. Es ist ein bisschen suboptimal, dass es manchmal Situationen gibt, in denen die beste Lösung ist, einfach die Blickfelder von Gegnern auszumanövrieren, anstatt sich eine gute Taktik auszudenken. Das ist nicht ganz leicht zu erklären, vor allem wenn man noch nie so ein Spiel gespielt hat. Aber es gibt ein paar Spiele, in denen das Abusen von U-Cones die primäre Taktik ist. In Ico's Choice gibt's das, aber es ist nur selten nützlich und dadurch keine übermäßig starke Fähigkeit oder Exploit, wie man es auch immer nennen will. Da Ico's Choice ja eine Standalone-Expansion ist, stellt sich die Frage, ob es ein guter Einstieg in Shadow Tactics, Blades of the Shogun oder in Echtzeit-Taktik allgemein ist. Einerseits hat Ico's Choice mit 7-8 Stunden zwar eine üppige Spielzeit für ein Add-on, ist aber im Vergleich zum Hauptspiel und den meisten anderen Genrevertretern doch eher kurz. Es ist also ein kleineres Zeitinvestment. Andererseits bekommt man viel mehr aus der Story, wenn man das Hauptspiel zuerst gespielt hat. Ich würde es also nicht als Einstieg empfehlen. Sowohl das Hauptspiel als auch Desperados 3 sind hervorragende Einstiegspunkte ins Genre. Und Shadow Tactics Blades of the Shogun ist in einem Sale oft für einen ziemlich niedrigen Preis zu haben. Ico's Choice ist großartig, aber empfehlen würde ich es also nur Leuten, die das Hauptspiel schon gespielt haben.